Hi Leute, Jigsaw hier. Indem ihr Teile von Videos verpixelt bzw. blurrt, könnt ihr beispielsweise Gesichter oder auch Autokennzeichen unkenntlich machen. Das kann man zum einen auf einem Computer machen, aber es geht auch recht einfach auf einem Handy. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das mit der bekannten App CapCut auf Android-Handys und auf iPhones machen könnt. Los geht's! Wenn du die App installiert hast, öffne sie und klicke dann auf Neues Projekt. Anschließend füge das Video, das bearbeitet werden soll, aus der Galerie hinzu. Nachdem das Video zur Timeline hinzugefügt wurde, scrollt bis zum Ende und klickt dann auf den Bearbeiten-Button in der Leiste. Hier siehst du dann einige Optionen. Tippe zunächst auf Kopieren und danach auf Overlay. Halte das Overlay-Element gedrückt und ziehe es so, dass es mit dem Video übereinstimmt. Danach klickt auf Zurück, wo ihr dann wieder alle Tools sehen könnt. Als nächstes klickt auf Effekte und wählt dann aus den Möglichkeiten Videoeffekte aus. Wählt die Linse aus und macht dann einen Doppelklick auf den Blur-Effekt. Nun könnt ihr einstellen, wie stark die Unschärfe sein soll. In meinem Fall stelle ich das jetzt auf 100% und klicke danach auf Bestätigen. Der Effekt ist nicht automatisch auf die gesamte Videolänge eingestellt. Das könnt ihr dadurch einstellen, indem ihr am Ende des Effekts gedrückt haltet und ihn danach so einstellt, wie ihr es haben wollt. Wenn ihr in der Vorschau den Effekt nicht erkennen könnt, klickt auf den Objekte-Button und danach auf Overlay. Danach geht wieder zurück, wo ihr alle Bearbeitungstools wieder findet. Als nächstes geht es darum, das Objekt auszuwählen, das unkenntlich gemacht werden soll. Tippt dazu auf Overlay und wählt danach die passende Ebene aus. Sobald ihr die Ebene ausgewählt habt, müsstet ihr die Maskieren-Option in der Toolbar finden. Hier gibt es dann mehrere Formen als Auswahl. Abhängig von der Form eures Objektes könnt ihr hier dann eine passende Form auswählen. In meinem Fall nehme ich jetzt einen Kreis als Maske, da ich ja ein Gesicht verpixeln möchte. Um den Kreis auf die richtige Position zu bringen, haltet drauf gedrückt und zieht ihn dann an die richtige Position. Außerdem könnt ihr auch die Größe der Maske so verändern, dass alles richtig verpixelt ist. Wenn ihr, wie ich, so einen schwarzen Schatten sehen solltet, könnt ihr den entfernen, indem ihr bei diesem Pfeil das Ganze nach unten zieht. Wenn alles richtig ist, klickt auf Bestätigen unten rechts und dann sollten die Änderungen gespeichert sein. Nachdem ihr den einen Frame bearbeitet habt, werdet ihr merken, dass die Maske leider ihre Position nicht automatisch mitverändert. Um das zu beheben, benutzt man Keyframes und setzt diese so, dass die Maske dem Objekt folgt. Geht dann also Schritt für Schritt durch das Video und wenn das Objekt nicht mehr verpixelt ist, klickt auf diese kleine Raute oben. Dann wählt ihr die Maske wieder aus und zieht sie wieder dahin, wo sich das Objekt oder das Gesicht befindet. Das müsst ihr dann über das ganze Video hinweg machen. Wenn das Video sehr lang ist oder sich viel bewegt, kann der Prozess auch ziemlich lange dauern. Zum Schluss klickt auf Uploaden und dann solltet ihr das exportierte Video in eurer Galerie finden. Okay. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn irgendwas nicht funktioniert hat und ihr nicht weiterkommt, schaut in die Kommentare, vielleicht hat jemand das Problem schon gelöst. Ansonsten kann ich euch auch versuchen zu helfen. Ich biete auf Fiverr persönlichen Support an und kann euch unabhängig beraten. Ich biete da auch noch viele weitere Sachen an, schaut da gerne mal vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, ciao!